Nach den schrecklichen Vorfällen in Köln haben wir umgehend einen 15-Punkte-Plan umgesetzt. Unter anderem mehr Videobeobachtung, schnellere Verfahren, deshalb auch mehr Justizstellen, engere Zusammenwirkung, damit die Strafe schneller auf die Tat folgt. Und wer kämpft gegen die organisierte Kriminalität mit Zuwanderern aus Osteuropa in den Stadtteilen von Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen und anderswo? Wer hat alle erstmals an einen Tisch geholt? Stadt, Arbeitsagentur, Zoll, Familienkasse, Polizei und Justiz. Razzien durchgeführt, kriminelle Strukturen aufgespürt und bekämpft. Wir werden diesen Stadtteilen neue Perspektiven, neue Möglichkeiten geben. Deshalb haben wir das Wohnungsaufsichtsgesetz gemacht. Die Schrottimmobilien können Sie jetzt endlich dank Bundesentscheidung kaufen und abreißen. Und wir werden Stadtentwicklungsmittel dort hineingeben, damit die Menschen dort wieder gut leben können in diesen Stadtteilen. Das ist der beste Kampf gegen diese kriminellen Banden. Und das waren wir, die SPD, hier in diesem Land. Und neben all diesen Themen haben wir auch noch unseren Beitrag geleistet, und der ist wichtig, wenn man an die Kinder, an die nächsten Generationen denkt. Wir haben unseren Beitrag geleistet dazu, Schöpfung zu bewahren, Klimaschutz voranzubringen. Wir kümmern uns um Heimat im Quartier. Wir kümmern uns um die ländlichen Regionen. Wir lassen sie nicht im Stich. Wir wollen, dass man dort gut leben kann in Zukunft. Deshalb werden wir in diese Bereiche noch mehr investieren. Und wir stehen wie kein anderer für den Zusammenhalt dieses Landes. Das hat NRW stark gemacht. Daran wollen wir weiterarbeiten. So tickt die SPD in Nordrhein-Westfalen. Wir tun das mit klarer Haltung. Mit einer klaren Haltung, so wie jeder uns kennt in diesem Land. Klare Haltung gegen rechts, gegen die, die spalten wollen, Demokratie angreifen. Klare Haltung für Europa, für unsere freie und offene Gesellschaft. Das ist das Ziel, das ist aber auch unsere DNA. Gerade hier in dieser Region wissen wir doch, was es bedeutet, wenn Menschen aus der Fremde kommen und sie bei uns aufgenommen werden müssen. Und wir wissen, wie wichtig es ist, von Anfang an das Richtige zu tun. Deshalb haben wir einen Integrationsplan. Deshalb gehen wir nicht einfach kleckerweise daran, sondern klotzen bei diesem Thema, weil wir wollen, dass diese Menschen uns bereichern in Nordrhein-Westfalen, unser Land mit zukunftsfähig machen. Das ist Politik der SPD. Und eins ist mir noch wichtig, Martin, weil du den Punkt, diesen zentralen Punkt auch immer so in den Mittelpunkt stellst. Respekt. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal, wir wollen das jetzt ehrlich tun, eine Respektwoche durchgeführt. Es ist uns wichtig, dass die Gesellschaft darüber diskutiert, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander umgehen. Ich freue mich darüber, dass so viele mitgemacht haben, Schulklassen, Gewerkschaften, viele Organisationen, Kirchen. Alle haben sich eingebracht. Und es zeigt, wir haben den richtigen Nerv getroffen. Die Menschen machen sich Sorgen. Sie wollen diese Veränderung, die da sichtbar werden, auch im Netz. Sie wollen sie nicht. Und sie stehen auf dagegen. Und das ist gut so. Und das ist unser Ziel, dass der Zusammenhalt in diesem Land bestehen bleibt. Dafür steht die SPD. Das machen wir. Klare Haltung. Die hat auch was mit unseren Grundwerten zu tun. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Seit 154 Jahren. Immer mit Herzblut. Klare Haltung braucht aber auch einen klaren Plan. Und deshalb haben wir lange und intensiv an unserem Programm gearbeitet. Es ist ein gutes Programm. Es zeigt auf, was wir nach dem, was wir schon geschafft haben, jetzt noch tun müssen. In manchen Punkten kommen wir noch Schritt für Schritt voran. Kein Kind zurücklassen, die Strukturveränderung machen wir jetzt landesweit. Den Kita-Bereich müssen wir endlich ganz neu finanziell aufstellen. Noch mehr Qualität, noch mehr Plätze, flexible Öffnungszeiten und die Kita gebührenfrei in 30 Stunden. Das ist die Entlastung für Familien, die die SPD in diesem Land umsetzen will. Im Bereich Schule sagen wir klar, wir haben erkannt, G8, G9, dieser Streit bringt uns nicht weiter. Wir sagen zu, an jedem Gymnasium wird jedes Kind, das es wünscht, wieder G9 machen können. Das ist Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen.
Kita haben wir angefangen, Ungleiches ungleich behandeln. Die Kitas in schwierigen Stadtteilen kriegen mehr Geld, mehr Personal. Und das Gleiche wollen wir auch bei Schule. Wir wollen den Ganztag verlässlicher machen. Wir wollen Transparenz über Unterrichtsauswahl, die Schüler-Lehrer-Relation verbessern, mehr multiprofessionelle Teams. Bei der Inklusion schauen wir genau hin, prüfen und bessern nach. Das haben wir uns vorgenommen. Und wir werden auch die Lehrerbesoldung anpassen. Das ist konsequente Politik. Die macht in Nordrhein-Westfalen nur die SPD. Weil wir kein Wackeldackel sind, ganz klar, die Studiengebühren bleiben abgeschafft. Punkt. Den Kommunen wollen wir weiterhelfen. Wir kämpfen für einen Altschuldenfonds, damit sie endlich von dieser Last befreit sind. Wir werden in Städte und Quartiere investieren, ein Sofortprogramm, um Spielplätze wieder auf Vordermann zu bringen, 1000 Quartiere energetisch sanieren, ein Krankenhausinvestitionsprogramm auf den Weg bringen. 1,2 Milliarden werden in den ländlichen Raum gehen. Da leben 6 Millionen Menschen in unserem Land. Die müssen sich darauf verlassen, dass es auch in Zukunft noch wohnortnah Schulen gibt, Einkaufsmöglichkeiten gibt, Ärzte und Busse und Bahnen. Das ist unsere Aufgabe für die nächsten 5 Jahre, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir stehen für Innovation. Wir haben den Wissenschaftsetat um 45% schon angehoben. Wir wollen jetzt, dass es eine steuerliche Förderung für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen bei Unternehmen gibt. Da fehlt uns nämlich die Innovationskraft. Wir wollen unsere industriepolitischen Leitlinien umsetzen, Altflächen aufarbeiten, Bürokratie abbauen. Wir prüfen ein Turbogenehmigungsverfahren und wir wollen die duale Ausbildung stärken. Deshalb machen wir den Meister gebührenfrei und schaffen ein Azubi-Ticket in Nordrhein-Westfalen, weil uns alle gleich viel wert sind in diesem Land. Wir werden die Infrastruktur stärken, die auch den ÖPNV. Eine einheitliche Tarifstruktur ist unser Wunsch, damit nicht mehr alle vor dem Fahrkartenautomaten stehen, so wie ich da gelegentlich stehe, wenn ich irgendwo anders im Land unterwegs bin und nicht in meinem heimatlichen Beritt. Wir wollen abgasfreie Busse, weil wir auch uns Sorgen machen um die Gesundheit derjenigen, die an den hochbelasteten Straßen wohnen. Das ist doch auch eine soziale Frage. Da wohnen doch die Menschen mit kleinem Einkommen. Deshalb kümmern wir uns als Sozialdemokratie darum. Deshalb ist das unsere Aufgabe für die nächsten 5 Jahre, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden weiterkämpfen für den sozialen Arbeitsmarkt. Wir wissen, wie wichtig es ist, gerade mit Blick auf Digitalisierung, Bildung und Ausbildung schnell und gut zu verändern. Und wir investieren weiter in die Sicherheit. Mit uns gibt es demnächst 2300 neue Polizistinnen und Polizisten jedes Jahr. Wir wollen mehr von denen auf der Straße. Wir wollen mehr Kripo-Beamte und wir wollen das auch im ländlichen Bereich, nicht eine Verschlechterung der Sicherheitsarchitektur stattfindet. Das ist unsere Politik für Nordrhein-Westfalen, liebe Freundinnen und Freunde. Und lasst uns das alles tun mit viel Herzblut und vor allem mit viel Spaß an der Sache. Das ist Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Danke euch. Mit so tollen Mitgliedern, mit so toller Unterstützung können wir nur erfolgreich sein am 14. Mai und am 24. September. Da geht's ums Kanzleramt. Dahin geht Martin Schulz, liebe Freundinnen und Freunde.